Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Verwandte und Freunde, ich darf Ihnen heute einen herzlichen Gruß aus der Rochus Realschule Plus mit FOS per Livestream senden. Geplant war eine große Feier im Las Vegas-Stil, hier in der Aula. Und das sollte alles ganz anders kommen. Wir stehen hier heute nicht vor großem Publikum, sondern vor der Kamera, um Ihnen und Euch unsere Grüße und Wünsche nach Hause zu bringen. Corona sei Dank. Aber Corona lehrt uns auch, dass man ganz neue Wege gehen muss. Las Vegas und seine Casinos. In einem Reisemagazin heißt es, jeder Spielertyp sollte einmal in seinem Leben nach Las Vegas reisen, um das Glücksspiel in seiner nobelsten, aber auch urigsten Form zu erleben. Las Vegas ist und bleibt das Eldorado der Spieler, vielfach auch der Glücksritter. Keine andere Welt der Stadt ist, der Welt ist derart auf den Casino- und Spielbanksektor fixiert. Las Vegas bedeutet Glamour, Geld, Luxus, schöne Frauen, also alles, was das Zockerherz begehrt. Was klar ist, auch Las Vegas ist im Moment im absoluten Ruhezustand. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Absolventinnen und Absolventen, heute Morgen haben schon alle ihr Zeugnis erhalten. 36 Schülerinnen und Schüler, die im Jahr 2018 bei uns den Unterricht im 11. Schuljahr aufgenommen haben, bekamen das Zeugnis der Fachhochschulreife und das nun schon zum 8. Mal an unserer Schule. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt es geschafft. Ihr habt euch den Abschluss nicht bloß erspielt oder eine Glückssträhne gehabt, in Wahrheit habt ihr es euch hart erarbeitet. Natürlich war auch mal Glück im Spiel, zum Beispiel dann, wenn gerade die richtigen Aufgaben ausgewählt worden sind, auf die ihr euch besonders gut vorbereitet hattet. Das war das Glück des Tüchtigen. Geschenkt wurde euch dabei aber nichts. Ein Bonus hattet ihr auch gar nicht nötig. Und so bekamen unsere 36 Absolventinnen und Absolventen auch kein dubioses Las Vegas-Diplom, sondern den bekannt soliden Fachhochschulreifeabschluss, auf den ihr bauen könnt. Und da die Zeugnisse bereits ausgeteilt wurden, darf ich hier verraten, dass wir heute auch schon die Klassenbesten ganz Las Vegas-like ehren durften. Gerne nenne ich hier den Schüler Lukas Hirsch aus der Klasse 12 WUF, der mit einem Schnitt von 1,1 Klassen- und auch Jahrgangsbester ist. In der 12 GUS haben wir Anna Kran und Tessa Löffel geehrt, beide haben einen Durchschnitt von 1,7. Gestatten Sie mir und ihr mir bitte einen kleinen Rückblick. In der Klasse 11 wart ihr, liebe Absolventinnen und Absolventen, ein ganzes Jahr lang an 3 Tagen in der Woche in Betrieben, Verwaltungen oder Einrichtungen aus dem Gesundheits- und Pflegebereich. Dies bedeutete für euch eine vollkommen neue Erfahrung. Dankenswerterweise hatten viele Unternehmen der Region Praktikumsplätze zur Verfügung gestellt und euch so auf eurem Weg begleitet. Ihr, liebe Fachabiturientinnen und Fachabiturienten, brachtet vieles an Engagement ein. Neben eurer Neugier, eurer Motivation und eurem Mut, sich neuen Herausforderungen zu stellen, hattet ihr eine ganz andere Zeitplanung als andere Schülerinnen und Schüler eures Alters. Gerade diejenigen, die sich für den Schwerpunkt Gesundheit und Pflege entschieden hatten, gingen manchmal bis an die Grenze ihrer Belastbarkeit. Manche haben sicherlich sehr schwierige Situationen erlebt, die verarbeitet werden mussten. Zumindest im 11. Schuljahr hattet ihr alle weniger Ferientage als andere Elfklässler, denn auch in der unterrichtsfreien Zeit lief das Praktikum weiter. An 2 Wochentagen, montags und freitags, habt ihr dann die Schule besucht und konntet euch über eure Erfahrungen, die ihr im Praktikum gemacht habt, austauschen. Diese unmittelbare Verbindung von direkter Berufserfahrung und schulischem Lernen gibt es in dieser schulischen Organisationsform, zumindest in Rheinland-Pfalz, ausschließlich an der Realschule Plus mit Fachoberschule. Ihr seht euch daher auch im Nachhinein darin bestätigt, dass ihr mit dem Besuch der Fachoberschule einen mutigen, aber auch spannenden und attraktiven Weg eingeschlagen habt. Die Nachfrage nach diesem Bildungsangebot zeigt, dass die FOS an der Rochus Realschule Plus zu einem Erfolgsmodell entwickelt wurde. Auch mit Blick auf das kommende Jahr können wir wieder 2 große Klassen bilden.
Aber nicht nur Schule und Praktikum habt ihr erlebt, sondern ihr habt euch zusammengerauft, um zu einer Klassengemeinschaft zu werden. Schließlich kamt ihr aus ganz unterschiedlichen Schulen und habt euch vorher gar nicht gekannt. Das Teambuilding im Sohnwald und die gemeinsame Klassenfahrt nach Hamburg haben sicherlich dazu beigetragen, dass ihr euch besser kennengelernt habt und zu einer Klassengemeinschaft wurdet. Es sind Freundschaften entstanden und ihr habt euch gegenseitig unterstützt. Ich denke, dass ihr viele gute Erinnerungen an die Zeit haben werdet. Sehr bedauerlich ist es, dass nicht alle, die die Prüfung angetreten haben, diese auch mit Erfolg geschafft haben. Mein besonderer Willkommensgruß gilt auch allen Eltern, die ihr Kind, wenn auch mittlerweile erwachsen, schulisch begleitet haben. Ganz besonderen Dank möchte ich richten an die Klassenelternsprecher und Klassenelternsprecherinnen, Frau Öhl, Frau Alstich, Frau Eberlein und Frau Völlinger. Sie werden heute mit der Entlassung ihrer Kinder ebenfalls aus dem Amt entlassen. Mein besonderer Dank gilt neben den Betrieben auch unserem Schulelternbeirat und hier stellvertretend unserer Schulelternbeiratsvorsitzenden Regina Worn. Ebenso danke ich dem Förder- und Freundeskreis und stellvertretend seinem Vorsitzenden Rudolf Polzer. Den Lehrerinnen und Lehrern der Rochus Realschule Plus danke ich sehr herzlich für den Unterrichtseinsatz, den sie in der FOS geleistet haben. Es bedeutet viel, die Fachabi-Klausuren zu konzipieren, zu korrigieren und dann auch noch Zweitkorrekturen zu übernehmen. Und hinzu kam dann noch der Marathon der mündlichen Prüfung, der gestern stattfand. Dank geht an unseren Konrektor Dieter Schmidt und unsere Konrektorin Pia Eisele, deren organisatorische Planungsarbeit sich auch auf die Klassen 5 bis 12 erstreckt. Viele Aufgabenfelder betreffen auch den Verwaltungsbereich. So sei auch unseren Sekretärinnen Frau Caroline Hüttner und Eveline Tieks gedankt. Danke sagen wir auch unseren Hausmeistern Herrn Norbert Pohl und Herrn Peter Paulen. Besonders danken möchte ich außerdem Herrn Oberstudienrat Christoph Lang für die erfolgreiche Koordination der FOS. Er hat sich für euch eingesetzt, nicht nur unterrichtlich, sondern auch in vielen Planungs- und Organisationsbereichen. Zu danken ist auch Herrn Dr. Dransfeld und Herrn Smollisch für deren Klassenleitertätigkeit. Diese Abschlussfeier ist eine andere als sonst. Und ich danke der Johanneskirchengemeinde Bingen, die uns die Technik für die heutige Livestream-Übertragung leihweise zur Verfügung gestellt hat. Für die Technik sind Herr Heiko Lange und Nico Seidel verantwortlich, die uns hier heute zur Seite stehen. Dieses ehrenamtliche Engagement ist nicht selbstverständlich und verdient besonderen Dank. Und was kommt jetzt, wo ihr euer Zeugnis erhalten habt? Wir haben abgefragt, wie denn euer weiterer Weg aussehen wird. Und ich finde es sehr erstaunlich, dass ihr alle ein ganz klares Ziel vor Augen habt. So gehen einige von euch in eine Ausbildung, machen ein FSJ, andere streben ein duales Studium an oder besuchen die BOS II, um noch das 13. Schuljahr anzuhängen. Auch von Plänen, für ein Jahr ins Ausland zu gehen, habe ich gehört und ich hoffe sehr, dass sich das bald auch wieder realisieren lässt. Eure Zukunftspläne zeigen uns, dass euch wirklich alle Wege offen stehen. Verliert aber auf dem Weg nicht die Buchstaben FOS aus den Augen, also nicht die Freiheit, die Orientierung, wobei Umwege natürlich erlaubt sind, und die Sehnsucht, Neues zu beginnen. So wünsche ich euch weiterhin viel Freude und Erfolg bei der weiteren schulischen oder beruflichen Laufbahn oder beim künftigen Studium und schließlich auch viel Glück im privaten Bereich, denn das ist nicht weniger wichtig. Macht's gut, geht euren Weg und meine guten Wünsche begleiten euch. Ja, ich darf jetzt ankündigen, die Klasse 12 WUF hat uns einen Gruß zukommen lassen, der jetzt eingespielt wird. Viel Spaß dabei. Joshua, auch genannt Joshua David Ab, ist immer am Reden und der einzige Mensch mit so einem lauten, herzhaften Lachen. Für uns wird er immer der sein, der gefragt hat, ob er ins Bad gehen darf. Unsere Unterrichtszeit hat er immer damit aufgewertet, uns Serien und Filmtipps zu geben. Und dabei hat er es sogar halbwegs geschafft, seine Monstersucht in den Griff zu bekommen. Sophie ist die in unserer Klasse, die absolut immer was zu erzählen hat.
Bei ihr gibt es entweder vollste Motivation oder überhaupt keine Lust, was sie jedoch nicht davon abhält, immer gute Laune zu haben. Sie ist auch immer für einen da, vor allem in Mathe, denn Mathe war die Zeit für alles außer Mathe. Ihre Lieblingsbeschäftigungen in der Schule waren Tamino zu verbessern und Jungs über die Behauptungen von Mädchen aufzuklären. Lukas aka Herr Hirsch ist für uns seit Tag 1 der Papa, weswegen er wahrscheinlich auch als Klassensprecher gewählt wurde. Er war und wird wahrscheinlich immer ein Schambolzen gegenüber Lehrerin sein. Lukas war stets motiviert und wir konnten viel in seinen Unterhaltungen außerhalb des Unterrichts lernen. In unserem letzten Schuljahr war er der beste Nachhilfelehrer, den man sich vorstellen konnte. Tamino hat mit Abstand die beste Lache und ist so ein Mensch, der sagt, oh, ich habe bestimmt eine 4 und hat dann doch wieder eine 1. Er ist uns allen durch seinen schlauen Unterricht aufgefallen und er hat immer gerne seine Beine in die vordere Reihe gestellt. Außerdem war er Lauras liebster Diskussionspartner und er hat oft Fragen gestellt, wo einige sich dachten, dass sie vielleicht unnötig wären, aber im Endeffekt waren sie immer ganz hilfreich. Patricia, auch genannt Patricia, zu den Rücken, die unseren Lichtschalter verstanden. Sie war immer freundlich und hilfsbereit. Lukas hat mit Abstand die tiefste Stimme, weswegen wir ihm raten würden, Meditation zu leiten. Im Unterricht hat er immer gerne geschlafen. Wenn er wach war und sich zu etwas geäußert hat, war man immer sehr überrascht. Lenny sitzt nicht ohne Grund direkt vor dem Lehrer. Er fragt gerne alles noch einmal nach. Bekommt aber leider bei den kleinsten Geräuschen, die nicht die Stimme des Lehrers sind, einen Anfall. Er ist sehr zuvorkommend und immer für einen da. Lenny war unser absoluter Englischprofi. Hat immer gerne einen Red Bull getrunken. Luisas Lieblingsbeschäftigung in der Schule war es, mit den Schützen entweder Essen oder Fußball zu reden. Mit Herr Smollisch haben sich die Gespräche im BVB getrennt. Sie hat vor allem ausgezeichnet, dass sie immer Essen dabei hatte. Während des Unterrichts hatte sie entweder einen Kaffee oder eine Red Bull-Dose auf dem Tisch. In unserer Klasse war sie die Tattoo-Queen, für die Leidenschaft hat sie auch schon sehr viel Geld geopfert. Sam ist mit Abstand die musikalischste in unserer Klasse. Sie kann singen und Gitarre spielen. Außerdem leitet sie die Werbekampagne der Band ihres Freundes mit Tausch sich über die Lang über die neuesten Metal-Songs aus. Sie hat schon in drei Ländern gelebt, weswegen sie fließend Englisch sprechen kann. Leon ist ein sehr zielstrebiger Mensch, der laut eigenen Angaben Millionär wird. Er verbringt seine Freizeit gerne im Fitnessstudio. In der Schule hat er immer gerne seine Meinung mit uns geteilt. Sarah erzählt gerne und viel. Sie ist die einzige in der Klasse, die es auf die Reihe bekommen hat, eine Gehaltsabrechnung richtig zu machen. Gerne hat sie auch ihre Lebenserfahrung uns geteilt. Sarah hat uns immer mit sehr viel Freude weitergeholfen. Teilweise konnte sie Sachen auch besser als die Lehrer erklären. Was vielleicht auch daran liegt, dass sie immer sehr viele Fragen stellt, weswegen sie Themen schneller verstanden hat. Niklas, aka Niki, auch wenn er nicht so viel von seinem Spitznamen hält, nennen wir ihn so. Er ist auf keinem Festival wegzudenken. Diese Momente kann er bestens festhalten, denn keiner von uns hat so viel Ahnung in Bild- und Videobearbeitung. Leider hat er dieses Verständnis absolut nicht in Mathe. Um die Weltreise morgens aus seinem Dorf irgendwo um nirgendwo bewältigen zu können, muss er es gezwungenermaßen mögen, früh aufzustehen. In unserer Mottowoche hat er 120% gegeben. Tobias, auch bekannt als Tobi, war einer der ruhigeren im Unterricht. Wenn er jedoch was gesagt hat, war es immer richtig. Er war sehr oft am Handy oder hat etwas gezeichnet, was er sehr gut kann. Seine Leidenschaft zu Animes konnten nicht alle mit ihm teilen. Wenn er aber seine Switch dabei hatte, haben sich alle Jungs darüber gefreut. Laura versteht nichts in Mathe, kann dafür aber eine Zusammenfassung von ganz Netflix geben. Sie ist nicht ohne Red Bull oder Capri-Sonne in ihrem Kurs anzutreffen. Unsere Frau Stumm erweist ihrem Namen alle Ehre. Sie schaut lieber aus dem Fenster, als sich an dem Unterricht zu beteiligen. Was aber nicht heißt, dass sie auch in den Pausen stumm ist. Dort bereichert sie uns gerne mit unnötigen Fakten. Sie war alles in allem eine sehr liebenswerte Person. Michelle kam grundsätzlich zu spät und war im Unterricht immer müde, woraus man schließen kann, dass sie im Unterricht lieber geschlafen hat als nachts. Sie hat nie gelernt, aber hatte immer gute Noten. Mit Laura zusammen hat Michelle gerne Lenny geärgert und hatte immer einen Red Bull dabei. Außerdem in unserer Klasse waren Fahima Abu, Leo Cordier, Kirill Scheuermann und Kevin Schmidt. Science lab.
Integralrechnungen besiegt. Yes, it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay? Why am I so emotional? No, it's not a good look, it's some self-control. Deep down I know this never works. But
you could lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Stay with me. Ja. Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen hier zu meiner Rede, mein Beitrag zu diesem Livestream. Ich hoffe, Sie können mich alle in ausreichender Qualität sehen und hören und dass die Technik bei Ihnen mitmacht. Ich habe mich sogar extra nur für Sie, für euch, ein bisschen schick gemacht, was hinsichtlich meines sonstigen Kleidungsstils, den ich so in der Schule an den Tag lege, wahrscheinlich vor allem für die Lehrer eine wahre Augenweide sein dürfte. Ja, meine Mitschüler aus meiner Klasse wissen vielleicht besonders zwei Dinge über mich. Erstens mag ich es sehr gerne spazieren zu gehen. Schön hier abends, sehen jetzt auch gerade hier, das ist so eine übliche Kulisse, wo ich sonst langlaufe. Und die zweite Sache, die ich sehr gerne mag, sind eisgekühlte Energies. Deshalb erstmal, uiuiui. Prost! Ja, zuallererst möchte ich natürlich jeder Absolventin und jedem Absolventen das wirklich von Herzen gratulieren zu seinem oder ihren Abschluss. Wenn ihr den Abschluss erhalten habt, dann freut mich das. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt ihn euch wirklich verdient. Abseits dessen möchte ich jeder Mitschülerin und jedem Mitschüler ganz persönlich danken, also 12 Wuff und 12 Guss, für die Oberstufenzeit. Das war nämlich nicht nur eine erfreulich kurze, sondern auch eine erfreulich angenehme Zeit. Vielen Dank von mir persönlich. Ja, jetzt will ich die Gelegenheit nutzen, einer ganz bestimmten Zuschauergruppe danken, der vielleicht wichtigsten nach uns. Es ist immer die Frage, ob Lehrer mehr nützen, als dass sie schaden. Und ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass unsere Lehrer keinen guten, auch keinen sehr guten, sondern wirklich einen grandiosen Job gemacht haben. Ich fand es wirklich toll, das fand ich immer wirklich spannend zu sehen. Und ähnliche Impulse habe ich auch von Mitschülern bekommen, Menschen zuzusehen, die ihre Arbeit wirklich mit Leidenschaft machen, die Spaß haben bei dem, was sie tun. Und die sich wirklich um uns Schüler kümmern. Besonders angesprochen fühlen darf sich hier der Herr Lang. Herr Lang, wirklich von mir und auch von allen Schülern, vielen, vielen Dank. Sie hatten uns mit Abstand von allen Lehrern am meisten als Klasse, was die Stunden angeht. Wir haben sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht. Manchmal wurde es auch schwierig, was kein Wunder ist bei so viel Zeit, die man als Lehrer und als Schülergemeinschaft zusammen verbringt. Allerdings haben sie es schlussendlich immer sehr gut gelöst. Mein Respekt dafür, vielen Dank. Und auch vor dem Hintergrund der gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen gestellt durch die Corona-Pandemie können wir uns wirklich nur glücklich schätzen, jemanden wie den Herr Lang als unseren Lehrer, als unseren Stufenleiter gehabt zu haben. Also wenn man alleine schon durch die Mails, die einem jemand schreibt, merkt, wie viel Mühe er sich gibt und wie sehr er sich für dich ins Zeug legt und anstrengt, dann hat derjenige alles richtig gemacht. Ja, Corona ist dann auch schon mein nächstes Stichwort. Ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht. Wir hatten dieses Jahr bestimmt keinen normalen Abschluss. Wir hatten einen sehr außergewöhnlichen Abschluss.
Ich denke aber, dass wir es in schulischer Hinsicht alle sehr gut gemeistert haben im Rahmen der Umstände. Und dahingehend möchte ich mich auch natürlich nochmal bei allen Lehrern bedanken, denn in einem Bürokratiestaat wie Deutschland ist es bestimmt nicht einfach, das verwaltungstechnisch, was Vorschriften etc. angeht, zu managen. Auch hier vielen, vielen Dank von uns allen. Ja, 12 Jahre. 12 Jahre haben jetzt die meisten von uns, also in meinem Fall 13 Jahre, weil die 7. Klasse hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich die gleich nochmal machen musste. Aber die meisten von uns haben 12 Jahre eine Bildungseinrichtung besucht, haben 12 Jahre lang ihren Schulweg beschritten. 12 Jahre ist eine lange Zeit, das ist mehr als ein Jahrzehnt. Und in der Zeit lernt man viele neue Menschen kennen. Man muss sich oft in neue Klassengemeinschaften einfügen. Man findet viele Freunde, man verliert manchmal auch Freunde. Ich kann zum Glück von mir sagen, dass ich vor allem in der FOS viele neue Freunde gefunden habe. Und ich weiß, dass es bei vielen meiner Mitschüler und Mitschülerinnen genauso war. Und egal, wie wir das jetzt alles, was in den vergangenen 12 Jahren passiert ist, wie wir die Menschen, die wir getroffen haben, beurteilen, alle Erlebnisse, alle Erfahrungen, die wir gesammelt haben, werden uns für ewig begleiten. Die werden für immer uns selbst als Person und auch unsere Entscheidungen beeinflussen. Ich denke auch, dass das Praktikum, welches wir alle in der 11. Klasse absolvieren mussten, eine wichtige Erfahrung war, eine gute Erfahrung war. Ich weiß auch, dass das manche von euch und auch mich bei der Wahl ihres Ausbildungsplatzes oder ihres Studiengangs beeinflusst hat. Und ich denke, dass das eine sehr wichtige Erfahrung war, die wir gemacht haben. Dann möchte ich jetzt auch schon zum Ende kommen mit noch ein paar abschließenden Sätzen. Nicht vielen in der Arbeitswelt ist es vergönnt, dass sie wirkliche Liebe empfinden bei dem, was sie beruflich tun. Ich wünsche aber jedem Einzelnen von euch, dass ihr euch irgendwann mal in einem Job wiederfindet, den ihr wirklich von Herzen liebt und den ihr mit Leidenschaft macht. Denn es ist wichtig, dass man etwas im Leben hat, das man liebt, sowohl im beruflichen als auch im privaten. Eure Arbeit wird einmal einen großen Teil eures Lebens bestimmen und deshalb ist es wichtig, dass ihr eure Arbeit liebt. Wenn ihr diese Arbeit noch nicht gefunden habt, dann sucht weiter. Ich wünsche jedem Einzelnen von euch, dass er seine Erfüllung im Leben findet. Ich wünsche jedem Einzelnen von euch, dass er seine Berufung im Leben findet. Und ich wünsche jedem Einzelnen von euch, dass er seine Liebe im Leben findet. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt klatschen. Ja, Joshua, ich danke dir für die Worte. Ich habe ein paar Tränchen verdrückt, im Wesentlichen wegen des Anzugs, muss ich gestehen. Den wirst du auch in Zukunft bei deiner Berufswahl auch häufiger brauchen. Ja, liebe Absolventen, im Gegensatz zu heute Morgen habe ich für heute Abend was vorbereitet und was dieser Rahmen damit zu tun hat, werdet ihr gleich sehen. Ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich euer Abschlussmotto in meinen Beitrag einbeziehen kann. Aber dann kam mir die Idee. Und zwar Zauberei und mit weißen Tigern. Aber das stellte sich als zu gefährlich heraus. Und dafür habe ich mich für was anderes entschieden. Und zwar für ein Puzzle. Und nicht für irgendein Puzzle, sondern für das Puzzle des Lebens und der FOS. Ihr seht, unser Leben besteht aus verschiedenen Teilen, die in unterschiedlichen Formen und Größen daherkommen. Und doch passen diese Teile ineinander und verbinden sich zu einem Gesamtwerk, unserem Leben. Und wir geben diesen Teilen einen Rahmen. Und dieser Rahmen, der ist ziemlich stabil und er umschließt alle Teile unseres Lebens. Perfekt. Lasst uns nun ein bisschen genauer betrachten, welche Teile das sein können. Dafür schieben wir die Puzzleteile wieder ein bisschen auseinander. Dieser große Teil oben rechts, das kann zum Beispiel die Anstrengung sein, die in den letzten 2 Jahren in die FOS geflossen ist. Dieser große Teil, eure Familie, Freunde, Verwandte, all diejenigen, die euch Kraft und Stärke geben. Und das, das sind die kleinen Freuden im Leben, wie eine Tafel Schokolade. Und dieser große Teil, eure Zukunft, mit allen Überraschungen, Freuden und Unvorhergesehenem. Und dieser Teil ist schließlich der heutige Abschluss, der eine Phase eures Lebens zum Abschluss bringt. Und ihr seht, egal wie wir diese Teile im Puzzle unseres Lebens anordnen, wir erhalten immer wieder das gleiche Ergebnis. Und wie ihr seht, muss man das manchmal ein bisschen gerade rücken, aber im Endeffekt passt immer alles perfekt zusammen. Aber es gibt immer wieder Momente, Situationen, Probleme im Leben, gerade wie wir es auch in den letzten Monaten gesehen haben, die unser schönes, komplettes Bild ganz leicht durcheinander bringen können.
Was machen wir jetzt? Naja, wir nehmen uns natürlich diesem Problem an. Wir stellen sie erstmal zur Seite und versuchen dann, die anderen Teile unseres Lebens entsprechend anzuordnen. Wir setzen mal was nach unten, wir verschieben etwas nach oben und dann muss man ab und zu auch mal überlegen. Aber schlussendlich gelingt es uns, diese Probleme in unser Leben zu integrieren. Und wie ihr seht, mit ein bisschen Anpassung, ein bisschen Schieben, passt wieder alles perfekt. Und natürlich gibt es auch die schönen Sachen, die Freude. Und die ist hoffentlich immer doppelt so groß wie die Probleme, die wir haben. Und auch die Freude schaffen wir mit ein bisschen Verschieben, mit ein bisschen Umordnen, auch wieder in unser Leben zu integrieren. Und wie ihr seht, diesen stabilen Rahmen, den wir unserem Leben geben, mit allem Problem, mit aller Freude, schaffen wir natürlich unterzubringen. Und der Rahmen passt immer noch perfekt. Gut, man muss ihn ab und zu nochmal ein bisschen gerade rücken. Aber in diesem Sinne, macht es gut, passt auf euch auf. Tja, der Rahmen des Lebens, wenn immer alles nur so leicht wäre wie in diesem Zaubertrick. Aber der Rahmen ist eine schöne Metapher dafür, wie sich unser Leben aus verschiedenen Teilen zusammensetzt und hoffentlich durch einen festen, stabilen Rahmen auch umrandet wird. Was wir diesem ganzen Bild allerdings noch ein bisschen hinzufügen können, ist, dass wir diesen Rahmen aber auch sprengen können. Ja, wir müssen ihn sogar sprengen. Wir dürfen nicht verharren, sondern wir müssen in der Lage sein, den Rahmen zu vergrößern. Ihr habt zum Beispiel spätestens mit den gestrigen mündlichen Prüfungen, die kaum 24 Stunden hinter uns liegen, einen Riesenteil zu eurem Puzzle hinzugefügt. Und an dieses Teil lassen sich jetzt viele weitere Teile anbauen. Sei es eine Ausbildung, ein freiwilliges soziales Jahr, ein Jahr im Bundesfreiwilligendienst, ein Studium. Und diese Teile bieten wieder weitere Anknüpfungspunkte für wieder weitere Teile. Und es verläuft auch nicht alles gleichmäßig. Ihr könnt euer Bild, euer Puzzle in alle Richtungen verändern und immer wieder neue Teile anbauen. Lasst uns also alle das Puzzle unseres Lebens vergrößern. Lasst uns neue Erfahrungen machen, neue Teile anlegen. Lasst uns Probleme und Freude in unser Leben integrieren. Jede Entscheidung ist erstmal das, was sie ist. Eine Entscheidung, ob gut oder vielleicht nicht so gut, wird sich zeigen. Aber wir schaffen es, egal wie, einen stabilen Rahmen zu finden, der das Puzzle unseres Lebens umschließt. Ich und wir alle, wir wünschen euch von ganzem Herzen alles erdenklich Gute für euer Puzzle, eine tolle Zukunft. Passt auf euch auf. So. Ja, aber ich bin nicht nochmal. Jetzt noch kurz in eigener Sache. Und zwar, die Schüler werden sich erinnern, wir waren letztes Jahr auf Abschlussfahrt, beziehungsweise auf Klassenfahrt, letzten September in Hamburg. Schöne Stadt, hat auch echt Bock gemacht, die Klassenfahrt. Am letzten Abend wollten wir alle gemeinsam so ein bisschen den Abschied feiern, auch mit den Lehrern zusammen. Da waren wir in so einem Szene-Restaurant auf der Reeperbahn. Alle zusammen, haben schön was gegessen. Da hatte ich auch schon ein bisschen mehr Cola-Intus. Und da wollte ich ganz spontan meiner Mathelehrerin, der Frau Lauf, ein kleines Dankeschön zukommen lassen, ganz persönlich, weil ich sie jetzt schon, weil sie mich jetzt schon seit der 9. Klasse im Fach Mathematik unterrichtet, was bei Gott bestimmt keine leichte Aufgabe ist. Also habe ich hier bei so einem Rosentypen hier Wolle Rose kaufen für 2 Euro, also sehr saftig. 2 Euro für eine Rose investiert, habe ich ihr gekauft und wollte ich ihr auch direkt geben. Hat sie aus einem mir nicht ersichtlichen Grund nicht angenommen. Kann ich nicht verstehen. Ich komme sonst bei Frauen, speziell in diesem Alter, immer sehr gut an. Also ungewohnte Situation für mich. Das lasse ich natürlich so nicht auf mir sitzen, völlig klar. Deshalb, Frau Lauf, wenn es eine Rose nicht tut, vielleicht tut es ja ein ganzer Strauß. Der ist quasi für Sie. Und vielen Dank für alles. Dieser Charme, ich bin sprachlos. Wir sind jetzt schon im letzten Drittel unserer Feier und ich muss Ihnen sagen und euch sagen, ihr habt Glück. Und zwar Glück, weil ich nicht singen werde, sondern weil Safi und Herr Fiel noch ein Stück für euch vorbereitet haben.
Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits. We were learning quicker. By 11, smoking, hurting, make that steady figure. Never rich, but we were out to make the 30 feet. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. Always had that dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about the glory just always seemed to bore me. Cause only those I'll ever love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun and life was lonely. Once I was 20 years old. See my goals, I don't believe in failure, cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor, and if we don't meet before I leave, I hope I see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before me. Once I was 20 years old. Soon we'll be 30 years older. Songs have been told. We traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory. Some I had to leave behind, my brother, I'm still sorry. Soon I'll be 60 years old, my brother, that's 61. Remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is good or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. I'll be 60 years old and I think the world is cold. Will I have a lot of children who can bore me soon? I'll be 60 years old. Once I was 7 years old, my mama told me, go get yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old. Okay. Ich kann nichts anderes sagen, liebe Safi, liebe Hajo, vielen, vielen Dank. Absolut sprachlos, absolut Wahnsinn. Wahnsinn. So, unsere Abschlussfeier neigt sich so schnell dem Ende zu. Und wenn ihr und sie daheim sehen könntet, wir sind alle hier fröhlich. Wir sind auch erleichtert, glaube ich, weil es ja alles auch hoffentlich geklappt hat. Es war eine ungewöhnliche Feier dieses Jahr, aber es ist seltsam. Am Ende von solchen Abschlussfeiern, und das ist jedes Jahr, man ist emotional aufgewühlt und man denkt sich während der Feier, ja, das möchte ich noch sagen und das möchte ich noch sagen. Und zum Ende hin
ist es wichtig, auch Dank auszusprechen für alle, die das hier möglich gemacht haben, an das Technikteam. Das ist nicht nur die 4 Personen, die ihr im Livestream gesehen habt, hier stehen doch ein paar Personen mehr. Und nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Und wir wissen es alle sehr zu schätzen. Und ja, liebe Kolleginnen und Kollegen daheim an den Empfangsgeräten, lieber das Hausmeisterteam, lieber Norbert, lieber Peter, der im Moment nicht da sein kann, liebe Caroline, liebe Efi, liebe Schulleitung. Ich habe aber doch überlegt, auch wir haben das Recht, so ein klitzekleines bisschen stolz zu sein. Und zwar auf unsere Absolventen natürlich, auf unsere Schüler, auf unsere Schulgemeinschaft. Das sollten wir uns auch immer klar machen. Ja, liebe Eltern und Verwandten, liebe Freunde und Freundinnen unserer Absolventen, ich hoffe, dass, wenn auch der Weg heute ungewöhnlich war, wir zeigen konnten, wie stolz wir auf unsere Absolventen sind und wie wir uns mit ihnen freuen. Und auch Sie haben allen Grund dazu, stolz auf Ihre Kinder zu sein. Sie haben das ganz, ganz toll gemacht. Liebe Schülerinnen und Schüler, es kommt vom ganzen Herzen. Wir sind sehr, sehr stolz auf euch. Habt noch einen schönen Abend.